Hallo liebe Freunde des Spur-Gearbox, herzlich willkommen zum neuesten Video. Es ist kurz nach 9 und ich bin auf der Messe Faszination Modellbahn in Sinsheim. Es ist eines der ersten großen Publikumsmessen, die dieses Jahr stattfinden. Viele Hersteller nutzen die Gelegenheit, um ihre Neuheiten den Kunden zu präsentieren. Heute plane ich einen kleinen Messerundgang und möchte euch zeigen, was ich für Gartenbahner hier entdeckt habe. Viel Spaß dabei! Direkt am Eingang wurden alle Modellbahnfans von der großen Anlage der Eisenbahnfreunde der Stadtwerke Wuppertal begrüßt. Diese beeindruckende Anlage nach Schweizer Vorbild hat schon viele Besucher begeistert. Als erstes zeige ich euch ein paar Impressionen von der Anlage, bevor dann der eigentliche Messerundgang beginnt. Ein Muss für jeden Gartenbahnfan ist natürlich der Stand von LGB. Märklin hat dieses Jahr in Sinsheim eine große LGB-Anlage aufgebaut und zwei Vitrinenseiten für Gartenbahnmodelle freigeräumt. Auf der einen Seite sind die Modelle der RHB zu finden, unter anderem ein Handmuster des neuen RHB-Tankwagens. Auf der anderen Seite sind unter anderem die V100 und die Franzburg zu finden. Bei Pico habe ich mich direkt ins Gewühl gestürzt.
Pico hatte mehrere Anlagen aufgebaut, an denen Kinder einfach losfahren und spielen konnten. Sicherlich ein wichtiger Aspekt in der Nachwuchsförderung. Außerdem gab es einen Stand, an dem die Kinder auch einen eigenen Waggon gestalten konnten. Weiß bedruckte Wagen aus den Startsets standen zur Verfügung, die bemalt werden konnten. In der Neuheitenvitrine gab es selbstverständlich auch einige Sachen zu entdecken. Leider waren die hinter Plexiglas versteckt, sodass einige Aufnahmen nicht optimal sind. Aber man konnte ein Handmuster der V36 sehen, der Reko-Wagen und auch von dem Säure-Topfwagen, auf den einige Gartenbahner warten. In Sinsheim war auch Prem Miniaturen vertreten. Dort waren unter anderem die Reliefhäuser zu sehen, die sehr begehrt sind bei einigen Gartenbahnfreunden. Die erste Auflage war innerhalb von 14 Tagen schon ausverkauft und in 6 bis 8 Wochen wird die zweite Auflage erwartet. Außerdem gab es unter anderem die große Dorfkirche zu sehen, die mittlerweile wieder verfügbar ist. Und natürlich zahlreiche der anderen Produkte, die Prem Miniaturen anbietet. Wie ihr gerade gesehen habt, bin ich an einer Schatztruhe für Selbstbauer angekommen. Am Stand der Modellwerkstatt von Bertram Hein gibt es wieder jede Menge Sachen zu entdecken. Von den großen Neuerungen ist der Trafoturm zu sehen und die Loren-Schüttstation. Aber auch ganz neu 2 Kinderfiguren von Just Plain Folk und viele andere Dinge, die viele Gartenbahner begeistern. Viele Gartenbahner fragen sich, wie sie bei Modulen oder Segmenten die Hintergründe gestalten können. In Sinsheim war Jovi Modellbahn Hintergrund vertreten. Sie bieten über 350 Motive an, die sich auf Fototapete ausdrucken lassen und somit auch für Gartenbahner genutzt werden können. Erlichten. Damit es. Das heißt, dass man eigentlich das, was außen liegt, irgendwie auch noch
Müll transportieren. Das könnte so ein Argument sein für seinen Himmel oder auch für einen Hintergrund. Ja, genau, so habe ich auch gedacht. Wer bei Lüttke Modellarchitektur nur in die Vitrinen geschaut hat, hat nur die kleinen Spurweiten gefunden. Wer aber seinen Blick in den Himmel richtete, entdeckte die großen Spur-G-Brücken. Außerdem bietet Lüttke einen Trafo an, der aus wetterfestem Kunststoff gefertigt ist. Das Trafo-Haus ist auch bereits lieferbar. Wie lautet Ihre Internetadresse? Am Stand von Tams Elektronik ist mir aufgefallen, dass es sich lohnt, die Messe mit offenen Augen zu besuchen. Da entdeckt man Neuheiten, die gar keine Neuheiten sind. Das Sound Easy Mini Modul von Tams erlaubt, eine SD-Karte einzuschieben und Sounds per Funktionstaste abzurufen. Für 50 Euro eine ganz pfiffige Idee, die ich bis jetzt noch nicht entdeckt hatte. So kann man zum Beispiel bei einem Waggon Stationsansagen oder ähnliches per Knopfdruck aktivieren. Natürlich hatte Tams auch echte Neuheiten dabei, zum Beispiel den neuen Multidecoder. Dessen Auslieferung beginnt jetzt, nachdem sich die Produktion verzögerte, da einige Bauteile am Weltmarkt nicht verfügbar waren. Den neuen BD-Booster, den Tams angekündigt hat, wird es in ungefähr 2 bis 3 Monaten geben. So, jetzt ist Halbzeit und ich mache eine kleine Verschnaufpause. Was sehr positiv in Sinsheim auffällt, ist, dass die Messe nicht überlaufen ist. Man kommt gut durch alle Gänge durch und man muss nur wenige Minuten warten und kommt mit den Standbetreibern ins Gespräch. Im Hintergrund seht ihr, dass einige Verlage ihre Bücher und DVDs ausgestellt haben, die ich jetzt nicht besonders ausführlich vorstelle. Auch habe ich die Händler nicht vorgestellt, die alle Modellbahnspuren drin haben, sondern konzentriere mich auf diejenigen, deren Fokus eindeutig auf dem Gartenbahngeschäft liegen. Am Stand von Simo konnten Gartenbahner die Decoder für die BR64 und die HSB-Mallet entdecken. Beide Decoder waren in Modelle eingebaut und konnten live betrachtet werden. Während die BR64-Modelle bereits gekauft werden konnten, muss die Spezialversion für die HSB-Mallet noch warten. Die soll erst in 14 Tagen ausgeliefert werden. Viele von euch kennen die Gleisreinigungswagen von Lux Modellbau für die kleinen Spurweiten. Bereits seit einigen Jahren ist auch ein Waggon für die Gartenbahn geplant. Der Prototyp ist mittlerweile fertiggestellt. Zurzeit wird der Flyer für den Prototypen produziert,
da es verschiedene Module geben soll, sodass jeder Gartenbanner selbst entscheiden kann, welche Module der Gleisreinigung er gerne in seinem Waggon haben möchte. Lux Modellbau hofft, dass er vielleicht schon zur Intermodellbau diesen Flyer präsentieren kann, aber auf alle Fälle soll es im Sommer soweit sein, dass man sich aussuchen kann, welches Modell man gerne hätte. In der Reihenfolge des Auftragseingangs werden dann die einzelnen Module realisiert und fertiggestellt. Das Reinigen der Gleise gehört wohl zu den Übeln, die jeder Gartenbanner kennt. Der Schienenreiniger bietet direkt drei Produkte an, die dabei helfen. Es gibt den klassischen Handreiniger, mit dem man das Gleis fahren kann. Damit man sich aber nicht dauernd bücken muss, gibt es auch den Reiniger mit Teleskopstange, der wirklich bequem zu bedienen ist. Für zwischendurch gibt es einen Schienenreinigungsblock, den man unter einen vierachsigen LBGB-Waggon packen kann. Zusätzlich wird zu allen drei Produkten ein umfangreiches Zubehörprogramm angeboten. Auf der Messe in Sinsheim war auch Arnold Hübsch vertreten. Der Kleinserienhersteller aus Wien hatte insbesondere Produkte für Lichtsteuerung im Angebot. Am Stand von CR Kreativ ließen sich neue Steinmatten entdecken. Besonders interessant sind die beiden Matten zur Gestaltung von Fachwerkhäusern. Für diejenigen, die die Gebäude nicht gerne selbst bauen, gibt es Gebäuderohlinge, die sich mit den Sandsteinmatten nachher einfach verkleiden lassen. Was hat das mit Spur G zu tun, bin ich gerade gefragt worden, als ich Kamera am Stand von ELG aufgebaut habe. Natürlich ist die Zielgruppe von ELG die Kalafar-Systemleute der kleinen Spurweiten. Aber die Elektronik lässt sich auch in große Modellbahnautos, wie zum Beispiel einer Feuerwehr, einbauen. Hier ein Beispiel aus Spur 1. Hier am Stand von Kleine Laster kann man sehen, dass auf der Gartenbahn nicht nur die Züge rollen müssen. Kleine Laster bietet an, Modelle von LKWs im Maßstab 1:25 auch so aufzurüsten, dass sie mit Fernbedienung gesteuert werden können. Bausätze beginnen da aber einer Preisklasse von ca. 325 Euro. Also ich habe Ihnen die Bahnwaage gezeigt, die wir gestern alle verkauft. Jetzt bin ich am Stand von Lenz Elektronik eingetroffen. Lenz ist der Erfinder des DCC-Digitalsystems. Auf Digitalseite wird der Maxi-Decoder überarbeitet, und zwar die Firmware. Einige neue Features werden eingebaut. Außerdem gibt es ein neues Modul, mit dem Tasten angeschlossen werden können. Auf Tastendruck werden DCC-Signale generiert, die über den Expressbus an die einzelnen Decoder, zum Beispiel Weichen- oder Signaldecoder, weitergeleitet werden können. Der Schwerpunkt liegt natürlich bei Lenz zurzeit auf der Spur 0. Zum Abschluss von dem Lenz-Stand zeige ich euch noch ein paar nette Exemplare aus dieser Spurweite. Thank you.
Heute Morgen habe ich den Rundgang begonnen bei der Anlage des Modelleisenbahnclubs der Stadtwerke Wuppertal. Ich möchte auch mit Clubanlagen diesen Rundgang beenden. Beginnen möchte ich mit der Spur 1 Anlage der Eisenbahnfreunde aus Ingolstadt. Auch wenn die Fahrzeuge für einen Gartenbahner einen Tick zu klein sind, faszinieren die Gebäude am Rande der Strecke auch einen Gartenbahner. Von Leipzig zum Gotthard und dann noch in der falschen Spurweite. Ihr seht aber jetzt, warum es sich lohnt, diese Anlage trotzdem anzuschauen. Aber natürlich gab es auch weitere Anlagen in unserer Spurweite. Faszinierend war diese Anlage von einem Gartenbahnfreund aus der französischsprachigen Schweiz. Zum Abschluss melde ich mich vom Stand der Eisenbahnfreunde Schönborn. Ein paar Jugendliche des Vereins haben gezeigt, dass man mit wenigen Handgriffen eine Gartenbahnanlage aufbauen kann und sich damit ein ganzes Wochenende vergnügen kann. Ich hoffe, euch hat der Rundgang von der Faszination Modellbahn in Sinsheim gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgblog.de. Bis dann! Überleben ist möglich.